So, hallo und mein Wein mal wieder. Diesmal ging es um, ich habe mal viel vorbereitet und die Dämmmaterialien rausgenommen. Abzieher, Thema Abzieher. Gibt es die online? Kann man die benutzen? Ich hatte ja schon die Lagerinnerzieher im Test. Die sind nicht schlecht, also für den Privatgebrauch allemal zu empfehlen. Dieses Mal geht es darum, ein Universal Abzieher zum Beispiel für Lenkräder oder solche Sachen. Ja, in dem Fall brauchte ich den jetzt, um meinen Wrangler das Lenkrad abzukriegen. Da kann man sich was selbst basteln. Ein Stück Stahl, Flachstahl mit zwei Löchern, oder aber man bestellt dieses Set. Das habe ich jetzt mal getan. Kommt da wie immer schnell geliefert. Eingeschweißt, alles ist klar. Das Gute bei dieser Sorte, die sind halt wirklich in mehreren Varianten nutzbar. Also heißt für Dreipunkt, für wie jetzt im Lenkrad gegenüberliegend. Und so sind Schrauben dabei für alle gängigen Größen und Längen. Der Ausrückturm für die Mitte, der ist dabei. Mit natürlich dem beweglichen Nippel, damit man die Mittelachse nicht beschädigt. Es ist alles dabei, sogar ein Spitzerdorn ist dabei. Ja, was will man sagen? Man hat ein paar Unterlegscheiben in allen Größen, die man hierfür benötigt. Und der ganze Spaß ist sehr preiswert. Wie immer, es kommt, man sieht schon aus der an der Verpackung, Made in, schauen wir mal, China. Ja, nun war ich ja letztens beim Händler meines Vertrauens und dachte, hast du das da? Ja, nee, das habe ich nicht, ich habe was Ähnliches. Den Rest müsste ich bestellen, jetzt haben wir geguckt. Also das Ähnliche, was er hat, ist im Prinzip derselbe Kasten mit demselben Inhalt zum dreifachen Preis. Ich verstehe ja, dass alle auch Geld verdienen müssen und auch mit dem Geschäft, aber naja. In dem Fall habe ich mir gesagt, okay, da weiß ich, dass ich eben einen Fuffi sparen kann und kaufe mir den Spaß online, auch wenn es ihm nicht gefällt. Das zum Thema der Aktion Kauf lokal. Ich hatte das schon mal angesprochen in letzter Zeit oder im letzten Jahr erhielt man häufiger den Spruch, ja alter, kauf oder lass es, dir bleibt eh nichts anderes übrig. Ja, jetzt sage ich, okay, ich lasse es und bestelle es online, weil ein Fuffi für blöde Sprüche extra muss man auch nicht bezahlen. Also hier kommt es immer drauf an, wie man so klarkommt mit seiner Umgebung. Ja, den jedenfalls online bestellt, der kostet irgendwas um die 20 Euro. Und es ist soweit alles drin, was man braucht, um bestimmte Sachen abzuziehen. Ob das auch funktioniert, wenn wir gleich mal probieren gehen draußen. Da schauen wir eben mal nach, ob wir ein Lenkrad damit abgezogen kriegen. Ja, ansonsten wie immer schnell geliefert, super verpackt, kann man nicht meckern, passt zu den anderen 1000 roten Kisten, die man dann so in der Garage oder Werkstatt irgendwo stehen hat. Sinnvoll wäre es, die zu beschriften, da viele auch dieselbe Größe haben. Ja, so viel dazu. Wird von vielen Herstellern oder von vielen Händlern unter unterschiedlichen Namen angeboten, aber drin ist in der Regel immer selbiges. Ja, so viel dazu und dann demnächst sehen wir uns im Auto.